Radio Soul, Talk of Town. Menschen mit Botschaft. Ja, ich wünsche einen wunderschönen Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Gerd Pellegrini am Mikrofon, hier auf Radio Soul international in ganz Europa empfangbar über radiosoul.at und an allen Apps, aber auch auf DAB Plus im digitalen Standard und auf 105,1 Megahertz. Auf unserem Old-Fashioned UKW-Radiosender hier in Wien. Ja, schön, dass wir heute hier wieder zusammenkommen. Radio Soul steht für sonnige Musik und aufbauende Themen. Und heute habe ich wieder einen Studiogast. Man könnte sagen, Studiogast ist eigentlich schon ein veraltetes Wort. Bei uns heißt es Zoom-Meeting-Gast. Es geht über die Zoom-Leitung nach Deutschland heute zu Martina Haller. Ich begrüße dich recht herzlich. Hallo Martina, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, dass ich hier sein darf. Und die Sonne können wir auch übertragen über den Bildschirm und übers Radio. Große Freude. Gut, und vor allem auch mit deinem Thema, das du uns heute mitgebracht hast. Es heißt, befreie dich selbst. Ist das nicht herrlich? Befreie dich selbst mit Tim. Und Tim steht für Transformation in Minuten. Du bist die Erfinderin dieser Transformationsmethode und wir sind schon total gespannt, was du da entwickelt hast und was du da unseren Hörerinnen und Hörern heute mitteilen wirst. Du bist auch Trainerin, Sprecherin. Sag uns ein bisschen was, bevor wir in das Thema hineinsteigen, über dich selbst. Wir wollen dich auch persönlich etwas kennenlernen. Wie bist du dazu gekommen, in diesem Bereich zu arbeiten? Wie bin ich dazu gekommen? Als Kind habe ich schon Träume gehabt. Also wenn ihr jetzt mal zurückgeht in eure Kindheit und mal schaut, was habt ihr für Träume gehabt, für Visionen gehabt, wie sind sie euch genommen worden? Und mein großer Traum war eben einfach, dass die Menschen glücklich sind, dass sie miteinander kommunizieren können. Und ich habe am gleichen Tag Geburtstag wie Albert Einstein. Albert Einstein wollte auch eine Weltformel kreieren für den Frieden. Und so habe ich mein Leben lang geforscht nach alternativen Heilmethoden und habe nicht wirklich was Schnelles gefunden, was Einfaches gefunden. Alles hatte natürlich und hat seine Berechtigung. Es war wichtig auch für den Weg, für das Verstehen, ja, für den Prozess zu gehen, in die Gefühle zu gehen. Und dennoch sind wir jetzt in einer Zeit angekommen, wo alles rasend schnell geht. Und da darf es auch eine rasant schnelle Transformationsmethode geben. Und die habe ich eben nicht gefunden. Und dann war mein Auftrag vor 12 Jahren schon, die selber zu entwickeln. Und am Anfang war es noch sehr schwierig, weil wir haben alle unseren schönen Verstand, ja. Unser Verstand, unser Ego möchte immer trennen, möchte immer zweifeln, auseinander machen, zweifeln. Und den habe ich dann parallel studiert und in meiner Formel sozusagen, in meiner Transformationsformel, hat er einen besonderen Platz, bekommt seine Zuckerl und hält die Klappe, weil sonst würde der ständig sagen, hahaha, wenn es so einfach gehen würde, was erzählt uns die Martina denn da? Transformation in Minuten ist doch gar nicht möglich. Doch, die letzten 12 Jahre haben bewiesen, ja, erfolgreich bewiesen, Zehntausende von Menschen konnten wir schon helfen, aus wirklich auch traumatischen und dramatischen Situationen. Ja, du stehst auf großen Bühnen, bietest auch ein Programm an über Zoom oder über Workshops, Online-Workshops. Das ist großartig natürlich mit der heutigen Zeit. Vielleicht noch einen, ich hole noch einmal aus, und zwar für alle Menschen, die sagen, na ja, wieso, wozu brauche ich denn eine Transformation? Es sind sowieso, es ist eh sowieso die Regierung und die Wirtschaft und der Nachbarn. Die sind ja eigentlich, die müssen sich transformieren. Wie siehst du das? Ja, wunderbar. Das ist natürlich der Klassiker, ja. Die Schuldzuweisung, da kommt man nie raus aus dem Hamsterrad. Alles fängt immer erstmal bei uns selbst an. Und deswegen heißt das Programm ja auch, befreie dich selbst und zurück in die Eigenermächtigung, auch in die Eigenverantwortung. Und und das können wir eben, wenn wir mit der Sprache mal achtsam sind und wenn wir dann natürlich so eine Formel an die Hand bekommen, dann können wir. Das hat natürlich auch, sag ich jetzt mal, einen Nebeneffekt. Zum einen, es meldet sich alles, ja,
ob das jetzt auch gesundheitliche Themen sind oder Glaubenssätze und das auch noch und die Verstrickung noch. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann mal wirklich befreit sind, dann können wir anderen Menschen helfen, sich auch zu befreien. Und wir kommen aus so einem Dauergrinsen auch nicht mehr raus. Ja, genau. Ja, es ist ein Weg. Es ist gleich die erste Botschaft der heutigen Sendung, nämlich bei sich selbst zu beginnen. Das ist immer sehr hilfreich und heilsam. Und du zeigst uns heute eine Methode, wie man das machen kann. Und diese Talker Music Show, die ist natürlich auch sehr lebendig mit Musik umrahmt. Und du hast dir deine Musik heute für diese Show, für deine Show ausgesucht. Ich freue mich total, dass du so schöne Lieder ausgesucht hast. Das erste Lied wäre einmal von Henning Wieland, Tanz um dein Leben. Warum hast du dieses Lied ausgesucht? Es ist einfach so ein Freudemachlied, ja. Erstmal die Blasmusik aus dem Chiemgau und dann dieses, dass es uns erinnert, hey, das ist doch so einfach und so leicht, ja. Einfach mal zu tanzen, zu singen und zu lachen. Und die Gehirnforscher haben herausgefunden, dass genau dann eben dieses Angstzentrum nicht anspringen kann und auch der Verstand keine Chance hat. Also am besten, liebe Leute, steht's einfach mal auf oder gerade wo ihr seid, wenn ihr hier jetzt am Küchenherd seid, einfach mal die Musik laut machen und mit tanzen. Tanz um dein Leben. Genau. Musik, die gute Laune macht. Also kommen wir raus aus dem Hamsterrad. Renn nicht um dein Leben, sondern tanz um dein Leben mit sehr tollen Texten hier. Es klingt zwar etwas sonderbar, doch es ist gar nicht kompliziert. Ich hab gerade eben mit dem lieben Gott telefoniert. Der schrie durchs Telefon, hast du denn gar nichts kapiert? Wenn du die Welt retten willst, musst du tanzen, weil sonst kein Morgen gibt. Tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz, 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 tanz um dein Leben. Tanz um dein Leben, tanz um dein Leben. Es wird auf der Welt für dich nichts anderes mehr geben. Das ist nur die halbe Wahrheit, wir haben noch 5 Minuten Zeit. Das ist unsere letzte Chance. Ich hoffe, ihr seid zum Tanzen bereit. Und ich fang gleich hier mit dir an und erklär dir Gottes Plan. Ich hol noch einmal ganz tief Luft und schrei so laut ich kann. Jeden infizieren. Also wenn du die Welt retten willst, schau deinen Nachbarn an und tanz ganz ungeniert. Also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz, 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 tanz um dein Leben, also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz, tanz, tanz um dein Leben, also tanz. Da hast du ja schon ein Tempo vorgegeben mit diesem Lied.
Das war wirklich erfrischend. Super. Du hast nicht ich so viel hoffe, versprochen. Ihr habt alle mitgetanzt, so richtig. Genau. Tanz. Hast du auch schon mit dem lieben Gott telefoniert? Das ist ja, regelmäßig. Schön. Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste, befreie dich selbst mit Tim, mit der Transformation in Minuten. Die Gründerin und Erfinderin dieser Methode Herself haben wir jetzt auf Sendung über Zoom. Also das ist ja auch eine audiovisuelle Sendung für alle, die jetzt nur im Radio unter Anführungszeichen nur uns wahrnehmen. Es gibt diese Sendung auch zum Nachhören und Nachsehen dann auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal planetsoul.tv. Ja, und es geht weiter jetzt im Thema. Ja, wozu brauche ich diese Methode? Ich kann mich selbst befreien. Wir werden vielleicht auch ein paar Tipps bekommen, wie ich das mache. Und vor allem, wir werden auch erfahren, wie dein Seminarangebot ist, wo man da auch sich richtig rein vertiefen kann und sich wirklich helfen kann. Das Seminar übrigens, das spricht ja ganz viele Menschen an. Erstens mal Menschen persönlich, um für sich selbst etwas zu tun, aber auch zum Beispiel Menschen, die in therapeutischen Berufen zu Hause sind und ihren Werkzeugkasten sozusagen erweitern wollen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, Transformation in Minuten. Das heißt, wir fangen bei uns selbst an, übernehmen Selbstverantwortung. Richtig. Und ich würde auch sagen, dieses Tim steht auch nicht nur für Transformation in Minuten, sondern das T für die Transformation und das I, das ist ganz wichtig, das ist die Integration, weil überall, wo wir was wegnehmen, dürfen wir auch wieder auffüllen und das auch ganz bewusst und dann das M für die Manifestation. Mhm, sehr schön, ja. Übrigens, das SOL steht nicht nur für Sonne und Lebensfreude, sondern auch für sozial, ökologisch, lokal, werteorientiert, berichten, leben, wirtschaften. Also wunderbar. Diese Weisheit der Worte und auch das Spiel mit den Worten finde ich ja urschön. Da wären wir vielleicht schon beim richtigen Thema. Ich glaube, das ist auch für dich ganz wichtig, die Worte und die Sprache zu beachten. Ja, absolut, denn mit der Sprache erschaffen wir unsere Wirklichkeit und wir reden so viel unbewusst. Und gerade die deutsche Sprache ist so eine wertvolle, super schöne Sprache bis ins Detail. Und wenn wir mal wieder lauschen, ja, wenn wir mal uns selber lauschen, was wir den ganzen Tag da so herplappern, dann merken wir erstmal, wie viel Krieg und Gewalt wir auch in der Sprache haben. Und natürlich, Krieg ist jetzt momentan überall in aller Munde. Und da können wir schon einen Beitrag leisten, indem wir auf unsere Wortwahl, auf unsere Sprache achten. Zum Beispiel, das kriegen wir schon hin. Ja, jedes Mal, wenn das kriegen wir schon hin, haben wir den Krieg schon wieder mit drin. Ja. Oder jemand sagt, ich habe ein Attentat auf dich vor, dann schieß mal los. Und so vielen ist gar nicht mehr bewusst, wie viel da auch vom Militär drin ist. Ja, 0815, genau, Gewehr bei Fuß und so weiter. Der Karl Gamper, ein lieber Freund von mir aus Tirol, mit Bestsellerautor, mit ihm habe ich zusammen, sind wir genial, und mit seiner wundervollen Frau ein Buch geschrieben über eine Friedenssprache. Also wer auf meine Webseite geht, da gibt's natürlich auch das Buch zur Friedenssprache. Wow, also auch gleich ein Buchtipp. Zusammen sind wir genial. Richtig. Und ja, Sprache, unsere Sprachmuster, die sind ganz wichtig. Also wir haben auch vorhin gesagt, wenn es um Selbstverantwortung geht, nicht außen beginnen, sondern innen. Dann, und wir sind ja auch Körper, Geist, Seele als Wesen, und alles, was wir auch energetisch und mental sozusagen in uns tragen, manifestiert sich dann im Außen, im Körperlichen, im Physischen. Ne? Ja, ich sage im Leiblichen. Weißt du warum? Ja. Denn wenn wir wieder zum Wort Ursprung gehen, dann ist Körper Korpus und bedeutet Leichnam. Also wir sprechen dann von dem Leichnam, von der Leiche. Okay. Wenn wir wieder anfangen, von dem lebendigen Leib zu sprechen, ja, leibhaftig, ja. Und wenn wir begeistert sind, dann sind wir ja mit Leib und Seele dabei. Und dieses Körper, Geist, Seele, das ist so schon drin in den Menschen, dass sie schon fast gar nicht mehr rauskommen. Und dennoch ist alles, was wir an gesundheitlichen Themen haben, schon in unserem Leib, hatte seinen Ursprung geistig, energetisch. Und deswegen
habe ich angefangen, bei meinen Forschungen mal auf diese Metaebene zu gehen und zu schauen, ja, wo kommt es denn wirklich her? Und wenn dann die Blockade schon hier in unserem Leib ist, dann gehen wir halt auf diese Heilblockade ein und können ganz einfach akzeptieren, dass diese Heilblockade bereits transformiert ist. Und über die Sprache tatsächlich spüren wir es ja auch, ja. Kloß im Hals, Laus über die Leber. Und in der Sprache gibt es so viel, was darauf hindeutet, ja, was dann hier in unserem Leib schon sich manifestiert hat. Schön. Also eine Methode, mit der man ganz viel anfangen kann, angefangen von eben Blockaden, Ängste, Verstrickungen aufzulösen, bis auch toxische Beziehungen, Abhängigkeiten auflösen, ja, bis zum rausfinden, ja, was will ich denn, wofür brenne ich denn? Und da hätten wir doch ein Lied jetzt vorbereitet. Ja! Ute Ulrich hast du dir ausgesucht. Erzähl kurz. Ja, eine wunderbare Musikerin, eine Herzensfrau, eine Freundin und ich liebe all ihre Songs und schaut es euch an, denn sie hat gerade erst ihre 5. CD veröffentlicht. Ute Ulrich, wofür brennst du? Genau, und jetzt auf Radio Soul, Ute Ulrich, und genießen Sie diesen Song mit uns gemeinsam. Du bist zu alt fürs Jetzt, dein Leben scheint dir aufgesetzt. Und täglich grüßt dein Murmeltier immer das gleiche, 3:45. Und deine Träume still vergraben, der letzte Zug scheint abgefahren. Dass noch was geht, fällt dir so schwer, wenn da nicht diese Sehnsucht wär. Wofür brennst du, was bringt dich zum Leuchten? Was bringt dich zum Sehen? Wirst du wagen zu lieben und dich zu erinnern und zu verstehen, dass du mir in dir trägst, so viel mehr als du glaubst. Nur weil Wolken dein Licht dir verdecken, es ist doch lang nicht, doch lange nicht verbraucht. Wie oft verlierst du noch dein Herz? Fühlst Stein um Stein dich ausgesetzt, deinen eigenen Verbot aus Gedanken chaoten. Es sind doch nur Illusionen, was du tust, was du sagst, wie du denkst. Die freie Wahl wird dir täglich geschenkt. Wirst du Farbe bekennen und die Wahrheit benennen, weil sie doch immer schon da. Was bringt dich zum Sehen? Wirst du wagen zu lieben und dich zu erinnern und zu verstehen, dass du mich in dir trägst, so viel mehr als du glaubst. Nur weil Wolken dein Licht dir verdecken, es ist noch lang nicht, noch lange nicht verbraucht. Tauchen und vertrauen in diese Stimme, die nach dir ruft. Wer dann das Steuer für dich endlich wieder übernimmt, der meint es wirklich mit dir gut. Ah, wofür brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Was bringt dich? Was bringt dich zum Sehen? Wirst du wagen zu lieben und dich zu erinnern und zu verstehen, dass du mehr in dir. Verdecken, es ist noch lang nicht, doch lange nicht verbrannt.
Das nenne ich Musik. Wofür brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Ute Ulrich hier auf Radio Soul, hier Airtime für diese wunderbare Sängerin. Ja, Musik, die das Herz berührt und Texte mit Tiefgang, das ist Ute Ulrich. Sie hat auch ein neues Album rausgebracht, das wollen wir auch gleich erwähnt haben. Großartige Sängerin. Ich hoffe, wir werden noch viel, viel mehr von ihr hören. Ja, schön, dass du diese Song ausgesucht hast, Martina. Also das ist ja genau das, warum du auch deinen Beruf ausübst, warum du das tust, was du tust, nämlich den Menschen zu helfen, zu erkennen, wofür brennen wir, was bringt uns zum Leuchten. Absolut richtig. Und wie viele Menschen sind da draußen, die innerlich mit einer Kündigung in der Tasche rumlaufen? Ja, und die können ja gar nicht leuchten und in der Freude sein. Die sagen, ich muss ja in die Arbeit, ich muss doch Geld verdienen und ich muss doch mein Kind versorgen und ich muss doch meine Miete bezahlen. Also alleine schon in dem Wörtchen muss steckt so viel Druck und Angst, ja. Druck ist eine Facette und Maske der Angst. Also ich höre schon, wenn jemand so spricht, dass er im Hamsterrad ist. Und da braucht es oft mal einfach nur eine Entscheidung. Ich gehe aus dem Hamsterrad. Ich bin frei. Und dann wieder den Tipp, den wir euch hier gleich direkt mitgeben können. Es gibt ein Sprachmuster, das kann ich sofort verändern, von dem ich muss in ich werde. Auch da wieder kann das Ego nicht blockieren. Denn wenn ich jetzt sage, ja, ich darf in die Arbeit gehen und es macht mir gar keinen Spaß, dann sagt das, hahaha, was du mir da wieder alles erzählst. Gell? Mit dem Wörtchen ich werde, gehe ich sofort in eine neutrale Position. Da kann das Ego nicht motzen. Ja, ich werde in die Arbeit gehen. Ich werde einkaufen gehen. Ich werde für mich und mein Kind Mittagessen zubereiten oder für die ganze Familie. Ich werde. Jedes Mal, wenn das Wörtchen ich muss kommt, ich werde. Und dann gibt's natürlich bei mir immer noch eine Steigerung. Wenn das geübt ist, nach einer Woche zum Beispiel, dann geht's ab in die Freude, ja. Denn dafür sind wir hier zum Leuchten in die Freude. Also Leuchten geht nur mit Freude. Dann eben, ich werde mit Freude einkaufen gehen und ein wunderbares Abendessen, Mittagessen für mich und meine Liebsten zubereiten. Das ist ja ein wunderbarer Tipp, den du jetzt schon mal mitgibst. Und ich habe auch schon rausgehört, also so etwas können wir jetzt natürlich schon selbst im Alltag üben, aber es macht doch Sinn, wirklich dran zu bleiben, auch mit anderen Menschen sich auszutauschen. Und dafür bietest du auch Seminare an und das wollen wir uns heute auch noch anschauen. Davor war noch ein Song, Umarme das Leben. Den hast du wieder ausgesucht. Seo. Ja, auch ein lieber Freund, ein Herzensmensch, der leuchtet, der seine Berufung lebt, ja. Und die Menschen, die das geschafft haben, ihr seht es an ihren Augen und seine Konzerte inzwischen sind gefüllt und Umarme das Leben ist auch wieder ein Song für euch, eine Einladung zum Mittanzen. Wie gesagt, das kann da oben nicht anspringen, das Angstzentrum, also umarmt das Leben und tanzt einfach mit. Vom lieben Patrick Kammerer. So liebst, dass du läufst, dir auf Wolken abhebst und dann fliegst, wenn du siehst, was Liebe in der Lage ist. Und dann feierst, weil du fühlst, dass es noch gar nichts ist. Wenn du Leichtigkeit des Lebens in den Schritten spüren kannst und du Momente sofort lebst und nicht irgendwann. Wenn du fühlen kannst, wie sich Endorphine verbreiten und du alles willst, außer morgens liegen zu bleiben. Wenn die Krisen vorbei sind und das Leben beginnt, weil du mit der Brandung surfst und nicht gegen den Wind. Wenn du lebst wie ein Kind, dir nimmst, was du brauchst und das Kribbeln im Bauch nach dem Zittern auftaucht. Feier das Leben voll Liebe und Glück, tanze einfach im Regen und spiele verrückt, genieß jeden Schritt und jeden Atemzug, denn das Beste für dich ist dran genug. Umarme das Leben schon tief in die Augen, mach dir selbst einen Antrag und flieg mit den Tauben. Genieße die Welt, wenn du Hoffnung brauchst, fang an zu lieben und Liebe auf Gott, komm raus. Umarme das Leben schon tief in die Augen, mach dir selbst einen Antrag und flieg mit den Tauben. Genieße die Welt, wenn du Hoffnung brauchst, fang an zu lieben und Liebe auf Gott, komm raus. Große Dinge schafft, entwickelt man nur dadurch oft schon eine unbändige Kraft. Also spür es, genieße es und fühle es nah, ist im Nachhinein
Nachhinein entpuppt sich so vieles als klar. Manche Ziele sind hart, aber ohne solche Zeiten sieht man oft nicht, dass die Wege einem Großes zeigen. Alles ist gut, wie es ist, drum vergesse den Stress. Begreife dich, feier dich und lebe ständig im Jetzt. Yes. Beginn zu tanzen statt reden. Du lebst um zu tanzen, also tanz um dein Leben. Den Tanz des Lebens, ein Schritt und zwei Schritt. Lauf lieber verrückt als ständig im Gleichschritt. Feier das Leben voll Liebe und Glück. Tanze einfach im Regen und spiele verrückt. Genieß jeden Schritt und jeden Atemzug, denn das Beste für dich ist klar genug. Umarme das Leben schon tief in die Augen. Mach dir selbst einen Antrag und flieg mit den Tauben. Genieß die Welt, wenn du Hoffnung brauchst. Fang an zu lieben und Liebe auf Gott, komm raus. Umarme das Leben schon tief in die Augen. Mach dir selbst einen Antrag und flieg mit den Tauben. Genieß die Welt, wenn du Hoffnung brauchst. Fang an zu lieben und Liebe auf Gott, komm raus. Auch wenn du falsch tanzt, hab keine Angst. Denn der Tanz des Lebens ist ein leichter Tanz. Keiner tanzt wie die anderen tanzen, also los und sag nicht, ich kann nicht tanzen. Auch wenn du falsch tanzt, hab keine Angst, denn der Tanz des Lebens ist ein leichter Tanz. Du brauchst keine Tanzschule, tanz mit innerer Schönheit wie eine Schatztruhe. Feier das Leben voll Liebe und Glück, tanze einfach im Regen und spiele verrückt. Genieß jeden Schritt und jeden Atemzug, denn das Beste für dich ist stark genug. Umarme das Leben schon tief in die Augen, mach dir selbst einen Antrag und flieg mit dem Tauben. Genieß die Welt, wenn du Hoffnung brauchst, weil dein Lieben und Liebe auf Gott, komm raus. Umarme das Leben schon tief in die Augen. Mach dir selbst einen Antrag und flieg mit den Tauben. Genieß die Welt, wenn du Hoffnung brauchst. Fang an zu lieben und Liebe auf Gott, komm raus. Rise your sun, get your show. Das gibt's nur auf Radio Soul. Deine eigene Radioshow. Wir präsentieren dich. Jetzt Sendetermin buchen. office@radiosoul.at. This is the greatest show. Yeah, the greatest show. Und die gehört heute Martina Haller. Ja, auf Radio Soul, wir haben schon viel Spaß gehabt. Und es geht auch in diesem Stil weiter, Martina. Ja, ich habe gerade deine Webseite aufgemacht, meine Damen und Herren. Sie können auch gleich reinschauen, einmal Transformation in Minuten oder auf Englisch Transformation in Minutes mit Bindestrichen dazwischen, ja, .com, also transformation-in-minutes.com. Das ist die Webseite, da finden Sie alles über das Programm und wir wollen jetzt auch etwas über Radio Soul jetzt erfahren, was du in diesem Programm anbietest. Und wie das aufgebaut ist. Und du hast einen interessanten Spruch auch immer wieder. Den habe ich auch auf der Webseite gesehen. Erzähl uns den kurz. Ja, es gibt ein Zitat, was es immer wieder sozusagen wie auf den Nagel auf den Kopf trifft. Ja. Und das heißt, verletzte Menschen verletzen, missbrauchte Menschen missbrauchen und befreite Menschen befreien. Und das ist ja meine Mission hier, meine Vision, befreite Menschen befreien. Und dafür bin ich angetreten, eben erstmal den Menschen zu helfen, dass sie sich selber befreien können. Und dann, wenn du schon Coach, Trainer oder Therapeut bist, eben mit einer einfachen Methode wie der TIM-Methode den Menschen auch helfen kannst, sich dann weiter zu befreien. Ich alleine schaffe das hier nicht. Mein größter Wert ist der Weltfrieden. Und dafür bin ich schon viele, viele Male ausgelacht worden. Im Moment nicht so, weil er steht ja hier bei uns vor der Tür. Und wie gesagt, wir können alle unseren Beitrag leisten, wenn wir bei uns selbst anfangen. Ich lese hier auf deiner Webseite, Transformation in Minuten beruht auf dem Verständnis der Quantenphysik. Alles ist Energie und Information. Also es ist eine praktische Anwendung dieser Quantenphysik, auch die du da lehrst. Richtig, genau. Und ich beziehe auch immer hier unseren physischen Leib mit ein, ja. Es ist zwar rein geistig Energetik und es braucht schon ein bisschen Verständnis dafür, dass alles Frequenzen sind, dass alles Information ist, dass alles Energie ist. Ich kann es sogar beweisen, indem ich Löffel biegen kann, ja, große Servierlöffel, weil ich auch beweisen kann, dass auch der einfach nur Energie ist und in dieser Materie die kleinen Atome hin und her flitzen und dann ist er eben kein starres Metall, sondern ich kann ihn ganz einfach biegen. Das habe ich schon gemacht vor Hunderten von Menschen auf einer großen Bühne. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann verstehen wir auch,
warum TIM-Transformation in Minuten so wirksam ist, so wirkmächtig ist. Denn ich habe damals schon auch die Epigenetik mit dazu studiert, weil ich habe mich natürlich gefragt, vor 20 Jahren schon, Mensch, ich habe doch selber schon so viel gemacht, ja, das schon gemacht und was habe ich geklopft und systemisches Aufstellen und meine Güte, ich kann es gar nicht mehr aufzählen, was ich schon alles gemacht habe und dann dieses, es ist immer noch nicht weg, ja, und wir haben alle ein Zellerinnerungsgedächtnis. Wir müssen uns das vorstellen, wie wenn wir ein Biocomputer wären und alle Informationen sind hier abgespeichert. Mhm. Und warum ist die Transformation in Minuten-Methode so einfach? Weil wir brauchen auch keine Listen mehr durchgehen, A, B und stundenlang testen, denn wir vertrauen einfach auf unsere innere Weisheit, die wirklich, das ist eine Intelligenz, die weiß alles. Und da können wir sogar bis zum ursächlichen, ursprünglichen Ereignis zurückgehen und alles innerhalb wirklich von Minuten. Mhm, wunderschön. Wir haben jetzt sehr viel über Gesundheit gesprochen, aber spannend ist ja auch, dass du hier auch den Bereich ansprichst, wie wir auch in diesem einen Lied gehört haben, schon von Ute Ulrich, nämlich wofür brennst du und was bringt dich zum Leuchten? Es geht nicht nur jetzt um Gesundheit, es geht auch um deinen Lebenssinn, was ist denn meine Berufung? Und diese Methode kann sogar auch Umsätze, Kundenströme vervielfachen und auch mehr Lebenskraft und Energie auch im Business zum Beispiel auch erwirken, ne? Das ist ja spannend. Also wir haben unterschiedliche Zielgruppen. Also es könnten auch Unternehmer zu deinem Seminar kommen und sagen, ich möchte jetzt die Lebenskraft meiner Firma aufbauen. Ja, natürlich. Und wie viele Menschen kennt ihr, die ständig krank sind? Und warum sind sie ständig krank? Ja, weil sie eben nicht das tun, wofür sie hier angetreten sind. Weil sie nicht in ihrer Schöpferkraft sind, weil sie eben noch nicht das gefunden haben, wofür sie leuchten, wofür brennst du, ja? Dann kommt's eben zum Burnout oder Burnout, ja? Das sind ja diese Begriffe und es gibt ja Millionen von Menschen, die da drin stecken in der Statistik. Ich bin Expertin im Burnout-Netzwerk. Es ist ja wirklich eine Katastrophe. Jetzt die neuen Zahlen nach dieser C-Krise, die gibt's ja noch gar nicht. Also das ist ja erschreckend. Und deswegen braucht's jetzt auch so viele gute Coach, Therapeuten, Trainer, die jetzt eben den Menschen helfen, dass die da auch schneller rauskommen und wieder sich erinnern, woran haben sie als Kind geträumt? Ja, wovon träumst du? Ja, wofür brennst du? Und dann haben wir hier auf diesem Planeten auch glückliche, strahlende, leuchtende Menschen. Und es bleibt dann gar nicht aus. Wenn ich das tue, woran ich Freude habe, wenn wir uns die Ute und den Seum anschauen, ja, dann sind die Konzerte voll. Es geht gar nicht anders. So ist es. Man könnte es auch mit anderen Worten formulieren, die innere Wahrheit finden. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Song. Wahrheit. Warum hast du diesen Song ausgesucht? Ja. Passt ja super wieder. Genau, super. Ist auch eine Österreicherin, hast du gesagt. Und ja, richtig, aus dem Salzkammergut, genau. Ja. Und du kennst sie auch persönlich? Ist das ich kenne sie alle persönlich, bis auf den Henning Wählern. Sind alles liebe Freunde und ich liebe die Musik und gebe jetzt hier in deiner Sendung hier die Chance, weil das sind Lieder, die hören wir sonst in keinem anderen Radiosender. Ja, aber hier sind sie, Reihe da mit Wahrheit auf Radio Soul. Von unseren Kindern, die was auf uns bauen.
was für ein Boden, was für ein Leben. Ich glaub an die Wahrheit, ich glaub an das Leben, ich glaub an die Schöne, ich glaub an die Freiheit, ich glaub an die Liebe, ich glaub an das Gute in dir und mir. Die das Herz öffnet, Raida. Also Österreicherin mit Wahrheit. Schön ausgesucht, Martina. Ja. Wunderschön. Ja. Das ist einer meiner Lieblingslieder von Raida. Und die Frage, die ich jetzt gleich zurückgebe, ist, woran glaubst du? Glaubst du an das Gute? Ja? Glaubst du, dass alles
möglich ist. Ja, glaubst du, dass Heilung möglich ist? Oft auf ungeahnten Wegen. Und was brauchen wir dazu? Wir brauchen unsere Kraft des Herzens, weil mit der ist alles möglich. Und wir wissen ja schon, es ist alles zurückzuführen auf Ängste, auf Urängste, ja, ausgestoßen zu sein, bewertet zu sein, nicht gut genug zu sein und so weiter. Und was macht das? Angst auf Lateinisch heißt Angus, Enge. Und wir haben alle unser Herz hier schon so eng. Also für die, die mich jetzt nur hören und nicht sehen, geht mal auf YouTube, weil ihr könnt euch das selber schon so vorstellen. Ja, wir sind den ganzen Tag am Handy, am PC und wie ist unsere Haltung schon, die Schultern, die gehen nach vorne und wir haben keinen Platz hier im Herzen. Deswegen einfach mal die Einladung, geht raus in die Natur, durch die Nase einatmen, durch den Mund wieder aus und macht mal hier eine Gegenbewegung schon alleine von den Schultern und dann könnt ihr sagen, ich öffne mein Herz, ja, man kann die Schultern auch so leicht kreisen oder mein Herz ist offen und mit dieser Kraft aus unserem Herzen, ich sage euch, ist alles möglich und Wunder geschehen. Wunderschön. Ja, ein weiterer toller Tipp von dir. Jetzt wollen wir aber so am Ende unserer Sendung noch etwas über deinen Lehrgang erfahren, was du da genau machst. Und vielleicht willst du uns auch etwas erzählen über ein Netzwerk, das du auch schon sehr erfolgreich aufbaust über viele Länder. Ja, über die vielen Länder, da bin ich jetzt dabei tatsächlich, international, habe auch diese TIM-Formel, weil das Gute ist, wenn wir es in unserer Muttersprache sprechen, ja, dass ich Übersetzungen jetzt habe im Englischen, Italienischen, Türkisch ist sogar als nächstes dran, ja, Französisch und es ist großartig, wenn es jetzt einfach auch in die Welt gehen darf. Also dafür stehe ich, dafür brenne ich, dass TIM in die Welt gehen darf. Und hier der Ursprung ist natürlich im deutschsprachigen Raum. Und da liebe ich Zoom tatsächlich, denn wir kommen hier von Luxemburg, von der Schweiz, von Österreich, von Südtirol, von ganz im Norden. Ich bin in Bayern jetzt in der Nähe vom Münchner Flughafen. Und dieses, was ich jetzt anbieten kann, auch die Ausbildung zum zertifizierten TIM-Trainer ist online, ja. Der erste Teil, das erste Modul ist erstmal befreie dich selbst. Denn auch diese Qualitätsansprüche, die ich habe, ist, dass meine zertifizierten TIM-Trainer erstmal selber befreit sind von ihren eigenen Themen. Und das geht 4 bis 6 Wochen und startet jetzt gleich auch am Sonntag. Also wer jetzt die nächsten Tage mit mir ein Gespräch führt, der darf sich dazu gerne noch jetzt anmelden. Auch natürlich hier für die Lauscher, Hinhörer, ja, nicht die Zuhörer, sondern die hier lauschen und die hier so fleißig hinhören, gibt es einen Rabattcode, den werden wir auch noch eingeben von sage und schreibe 1.000 €. Und ja, der erste Teil, ja, 1.000 €, wirklich, befreie dich selbst 4 bis 6 Wochen. Und dann der zweite Teil ist dann die Ausbildung. Und da bringe ich den Teilnehmern bei, wie sie eine 1:1 Begleitung mit ihren Kunden machen. Und da ist ein bisschen was anderes, wenn ich mit Kindern arbeite oder sogar mit Tieren oder auch, wenn ich ein belastetes altes Grundstück habe oder ein Objekt, eine Immobilie, ist alles möglich, ja. Und dann gibt's natürlich so ein bisschen Bewerbungsphase für die Zertifizierung. Und bei der Zertifizierung, ich bin so ein haptischer, lebendiger Mensch. Ich möchte dann auch die Menschen, die die Zertifizierung bekommen, einmal live sehen. Also die Zertifizierung ist eine Präsenzveranstaltung hier in der Nähe von München in Ismaning, vom Flughafen super erreichbar, mit dem Auto erreichbar und auch mit der Bahn von überall super erreichbar. Mhm. Wow, also mit 3 Modulen sozusagen oder 2 Module und dann die Präsenzzertifizierung und es fängt schon jetzt an. Wenn es für jemanden jetzt etwas zu knapp ist, der Start, kann man auch ein bisschen später auch einsteigen oder ist es, wie machst du das? Ja, wenn jemand schon Trainer oder Coach ist und schon viel gemacht hat in seinem Leben und sozusagen diese Befreiungsphase so ein bisschen abkürzen will und mit mir im Gespräch ist und wir dann entscheiden, dass man direkt eben in den zweiten Modul schon einsteigen kann, dann ist das nicht. Man muss einfach mal mit mir sprechen, ja. Das ist schon mal das Erste, mit mir zu sprechen. Im Calendly 15 Minuten kostenfreies Gespräch mit mir ausmachen oder über das Kontaktformular von der Webseite und dann melde ich mich oder jemand vom Team meldet sich dann bei dir und das ist schon mal der erste Schritt. Wunderbar. Die Webseite noch einmal
transformationinminutes.com oder es geht auch auf Deutsch, transformation-in-minuten.de. Da findet man auch die Möglichkeit, sich anzumelden, und wichtig ist ja auch ein persönliches Gespräch dann mit dir. Vor allem auch danke für diesen großzügigen Rabatt für Radio Soul-Hörer, wenn sie dann sich eben zum Erkennen zeigen, dass sie über Radio Soul das gehört haben, dass du ihnen da diesen Rabatt gewährst. Das finde ich großartig, super. Ja, wir sind fast am Ende der Sendung, haben wir an alles gedacht. Gibt es noch eine abschließende Botschaft oder ein abschließendes Lied? Ja, es braucht einfach diese Verbindung mit dem Herzen. Wie kommen wir dahin, ja, wenn wir mal auch uns verbinden mit Mutter Erde, denn was ist Mutter Erde? Da ist nämlich das Urvertrauen, ja, da kann wo die Angst ist, kann die Liebe nicht sein, und da ist auch das Vertrauen nicht. Also dieses wirklich mal sich verbinden mit Mutter Erde und dann auch, wofür brennst du? Mit unserer Schöpferkraft, ja, mit dem, wofür sind wir hier angetreten, und beides zu verbinden in unserem Herzensraum, und wir kommen dahin auch durch Meditation und auch durch Meditationsmusik. Und das ist jetzt der letzte Song, den ich mir ausgesucht habe, auch von einem lieben Freund, Österreicher, Christian Amin Vakuni, und es geht ein bisschen länger. Also das ist jetzt mal was auch für euch, was Meditatives. Schön. Und ich habe schon ein bisschen reingehört, also da gibt es ein Hangpan und Didgeridoo, also wirklich erdige Klänge, meditativ und gleichzeitig auch erdig und erdend. Martina, es war mir eine Freude, mit dir diese Sendung heute zu machen. Es war großartig. Vielen Dank und schön, dass wir deine Botschaft auch über Radio Soul international hinaustragen dürfen. Große Freude zu euch. Danke. Tschüss.
Radio Soul. The all-in-one solution for entertainment. Radio Soul. Talk of Town. Menschen mit Botschaft.